Nach dem Gespräch mit Kai und Diana fahren wir jetzt noch zum Hersteller. Das ist Dahlmann und ich hoffe, meine Stimme hält durch. Ich bin nicht ganz fit. Das sind immer noch die Nachwirkungen meiner marokkanischen Erkältung. Aber jetzt fahren wir los. Eigentlich war auch angedacht, dass die beiden mitkommen, also Kai und Diana. Aber Diana ist nicht fit. Und somit fahre ich jetzt alleine unfit zum Hersteller. Da sind wir angekommen, rollen auf den Hof und zack, sind wir schon in der Ausstellung. Und was ihr hier seht, ja, Treppen, ne? Die bauen hier Treppen. Graue Treppen. Und richtig coole Mobile Homes, die mal echt gewaltig aussehen. 50 Jahre Erfahrung, 16 Mitarbeiter am Standort, deutschlandweit, Holland, Belgien, Vertriebsteams. Also mit viel Erfahrung und ordentlich Manpower werden hier qualitativ hochwertige Mobile Homes und Tiny Homes produziert und verkauft. Zum einen aus einer Partnerproduktion in Polen, an der Dahlmann auch beteiligt ist und mitreden kann. Und zum anderen, das wissen vielleicht viele auch gar nicht, Mobile Homes von Adria. Ich habe heute wieder was gelernt, denn mir war nicht wirklich klar, dass Adria auch im Bereich Mobile Homes sehr aktiv ist. Das Mobile Home von Kai und Diana kennt er. Jetzt schauen wir mal hier in dieses noch rein. Das ist ein bisschen anders aufgebaut. Hat hier am Ende Wohnzimmer, dann Hochtisch, tolle Küche. Und auch hier, es werden Markengeräte verbaut, hochwertige Materialien. Wir sind hier nicht im Billigsektor, sondern es werden gute Geräte verbaut, auch im Bereich Elektro- und Haushaltsgeräte, Kühlschränke. Die Einbauschränke sind mit drin zum Teil. Und wir sind hier in einem Haus mit 12 Metern Länge und haben hier einen großen Hauswirtschaftsraum. Und wenn wir uns den Flur weiter runterarbeiten, dann kommen wir in eine große Dusche oder ein Badezimmer auch mit. Ums Eck versteckt im Klo, wo man in Ruhe mal arbeiten kann und sich ausruhen mit Fenster. Und alles, ja, von den Platzdimensionen schön aufgeteilt. Und wirklich von der Qualität, das sind hier Glastüren wie zu Haus. Jetzt haben wir die 12 Meter auch gleich abgeschritten und was fehlt noch? Das Schlafgemach. Und das ist hier hinten über die gesamte Breite natürlich größer als bei Kai und Diana. Riesenschrank da drin. Also man muss sich schon ein bisschen einschränken bei einem Mobile Home, aber nicht so krass, wie man vielleicht denken sollte, denn es hat schon ein bisschen Platz hier drin. So, da sind wir mal durch das eine Haus durch und schauen jetzt mal noch in ein anderes, in jenes von Adria. Adria ist hier eher nicht für Endkunden, also Privatkunden, sondern eher für den Vermietbereich. Denn Adria findet größere Stückzahlen super und produziert lieber so 10, 20, 50 Stück als nur eins. Dennoch werfen wir mal einen kurzen Blick rein hier. Coole Küche, Edelstahl, hochwertige Küchenelemente, die ganze graue Wand da. Rechts ist der Kühlschrank, ansonsten Ablagefläche. Hier haben wir, ne, seht ihr, Couch. Was nicht dabei ist, ist eine Essecke, denn es ist eher für die Vermietung und bei der Vermietung findet viel draußen statt. Hier ein flexibles Schlafzimmer, denn man kann das Bett hochklappen an die Wand. Dann wird das hier zum Spielzimmer und jetzt wird's cool. Laufen wir hier einfach mal weiter am großen Schrank. Kommen in ein echt großzügiges Badezimmer. Ist der Wahnsinn. Richtig schick gemacht. Gut Platz. Wir können auch mal zwei am großen Bottich stehen. Auch die Dusche mit toller Dimension. Und wenn wir dann einfach mal rückwärts weiterlaufen, kommen wir ins nächste Zimmer, nämlich in ein weiteres kleines Schlafzimmer fürs Kind oder als Büro nutzbar. Und eben beide Schlafzimmer dann mit direktem Zugang zum Bad. Und hier kann man auch wieder rausgehen und ist dann im Wohnzimmer.
Das ist mal eine interessante Raumaufteilung. Und dieses Adria-Ding ist nur, glaube ich, 9 auf 4 Meter. Also ist kleiner, deutlich kleiner als das, was wir gerade eben gesehen hatten. Ja, und die Küchenzeile, die ist echt mal der Knaller. Aus Edelstahl. Aber ich denke, es ist auch klar, wir sind dann hier auch in einem etwas höheren Preissegment. Aufgrund der verbauten Materialien, versteckter Klimaanlagen, innenliegenden Scharnieren, ich glaube, sowas habe ich noch nie gesehen, und wertigem Möbelbau. Da liegen wir irgendwo so um die 100.000 hier. Aus dem Adria bin ich wieder rausgepurzelt und jetzt gehen wir mal kurz in Sauna. Und zwar in die Gotha-Sauna. Das ist auch ein Hersteller von Tiny Homes, der hier eine praktisch autarke Sauna hinstellt. Man braucht noch eine Lithiumbatterie und ein Solarpanel fürs Licht. Und ansonsten hat man hier eine Sauna, die man sich irgendwo hinstellen kann. Fetter Ofen drin. Und jo, stellt euch das irgendwo in Skandinavien vor. Im Winter, draußen Schnee, im See ums Eck, Loch drin. Ja, das kann schon spaßig sein. Und das ist jetzt auch eine reine Sauna, also nicht zum drin wohnen, sondern nur zum drin schwitzen. Aber der Hersteller macht auch Tiny Homes. Haben sie auch eins stehen. Das kostet dann ungefähr so viel. Ist kleiner als ein Mobile Home. Ist auch nicht so mobil, denn es steht nicht auf Rädli. Aber alles aus Holz. Toller Geruch hier drin. Super Materialien. Küche gleich am Eingang mit einem kleinen Kühlschrank und am Gang dann Heizkörper befestigt und hinten ein Querbett, in dem man zu zweit so gerade gut liegen kann. Und natürlich darf auch nicht fehlen Dusche und WC. Also wenn ich hier so durch die Häuser schleiche, da kriege ich richtig selber Bock drauf, mich mit sowas mal intensiver zu befassen. Bei den Mobile Homes, die Dahlmann selber produzieren lässt und verkauft, kann man natürlich das Interieur auch nach sehr vielen Vorgaben auswählen. Farben, Materialien, also da sind sie sehr flexibel. Und hier haben wir noch ein letztes Haus, das ist jetzt ähnlich wie jenes von Kai und Diana. Da haben wir Essbereich, Wohnbereich und dann eben die Küche und da hinten die Zimmer. Das die Ausstellung und jetzt dürfen wir auch noch kurz in die, sagen wir mal, alte Werkstatt, denn es gibt auch ein neues Gebäude. Und hier werden die Häuser, die aus Polen angeliefert werden, gefinisht, fertig gemacht, Feintuning, Endkontrolle, alle Anschlüsse werden gecheckt. Das ist übrigens Daniel, der Kollege ist heute nur gekommen wegen mir. Hallo Daniel. Hallo. Der ist nur gekommen wegen mir, hat eigentlich Urlaub und hier ist dicht, aber ja, danke schön dafür. Ja, und hier seht ihr einmal den Gesamtüberblick über die Werkstatt. Ein Haus drin, alles voll, plus ein paar Arbeitsplätze. Und wenn man reingeht, sieht man, hier wird gearbeitet, steht ein Staubsauger. Und alle Küchenklappen sind offen, Checklisten liegen rum. Hier wird also sorgfältig gearbeitet und abgenommen, die Endkontrolle gemacht, dass auch wirklich kein Push rausgeht, sondern die Qualität von Anfang an stimmt. Und in diese Halle passt jetzt eins dieser riesen Mobile Homes. Und jetzt gehen wir dahin, wo noch ein bisschen mehr Platz ist. Denn aufgrund der hohen Nachfrage wird natürlich auch expandiert und investiert in Hallen. Von der Werkstatt in den Wind und zum Fuhrpark. Größtenteils wird selber ausgeliefert, eigene Teams, eigene LKWs. Aufgrund der hohen Nachfrage aber auch jetzt ab und zu mal auf Drittanbieter und Spezialisten zurückgegriffen. Und so zieht hier ein dicker Scania die Mobile Homes durch Deutschland und die angrenzenden Länder. Angekommen an der neuen Werkstatthalle. 7 fette Garagentore. Hier kann an 7 Mobile Homes gearbeitet werden, ohne rangieren zu müssen. Hier ist auch gerade noch einer dran am Mobile Home durch die Gegend schieben. Wir haben nämlich hier das Lager sozusagen von verkauften, gebrauchten oder leerstehenden Häusern. Also das braucht natürlich eine gewisse Menge an Platz. Gibt übrigens auch Mobile Homes mit blauer Plane. Was hat es denn damit auf sich? Die werden einzeln transportiert und dann vor Ort zusammengebappt, zusammen verschraubt, zusammengeschoben, nennt es wie ihr wollt.
und dann gibt das ein Haus. Und mit diesen Manitus werden die Fahrzeuge hier auf dem Platz rumgeschoben und auch bei der Auslieferung bewegt. Das habt ihr ja gesehen, ne? Ja, Daniel, sind wir durch für heute, glaube ich. Alles mal grob gezeigt. Wenn ihr Interesse habt, guckt da vorbei, macht einen Termin oder kommt so. Und gibt einiges zu entdecken hier. Ganz vielen Dank. Gerne, gerne. Dass ich danke hier, für den Besuch. Ja, gerne. War mir eine Freude, wenn man schon mal in der Ecke ist. Haben wir es schön verbunden, clever gemacht. Und wer weiß, vielleicht wohne ich ja irgendwann auch in sowas. Man soll ja nie, nie sagen, ne? Jetzt ist aber erstmal Schluss für heute. Ich fahre nach Haus. Ciao zusammen. Tschüss.